Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde aus den UFO-Mann Studios in Berlin. Wir trinken jetzt erstmal einen kleinen Schluck Cola. Der UFO-Mann, der wurde hier richtig gebeutelt von dem Chefstudioleiter. Muss hier ohne Ende Let's Plays aufnehmen. Ah, so. Wir machen mal ganz entspannt hier weiter. Ich habe hier gerade Bock, diese Höhle hier zu erforschen. Wenigstens ein Diamant sollte doch auch wieder... Ach, guck mal hier, wen haben wir denn da? Wenigstens ein... Ups, Diamant könnte dabei rausspringen, weil... guck mal, hier waren wir auch noch gar nicht. Aua, Mann, ey. So. Was ist denn das hier überhaupt für eine Gegend? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ey, wie schnell jetzt zuhaut, das kenne ich gar nicht von früher. Dass die so schnell immer dusch, dusch, dusch. Ich habe doch hier auf einfach noch. Ah, guck mal, noch ein. So. Was hier überhaupt? Pö. Bald können wir auch wieder neue. Boah. Kommt ihr denn jetzt alle her? Können wir bald wieder neue. Was wollte ich sagen? Ich würde mal lieber hier runtergehen. Das ist interessanter, weil ich will mich ja der Ebene 11 annähern. Um Diamanten zu finden, wenn er mal mein Schwert sieht, da geht es schon richtig an die Substanz hier mit meinem Schwert. Guck mal hier. Ah, okay. Da haben wir ein bisschen Lapis. Naja, okay, warum nicht? Über einmal Lapis als gar nicht. Mit Lapis schlägst du mich? Gibt's doch wohl sich sowas. Habe ich nicht gesagt, das soll eine entspannte Folge werden? Es fällt mir aber schwer, da die Ruhe zu bewahren. Vor allen Dingen hier von hinten. Wo ist denn der? Komm, wir müssen da mal... Da kommt er da wieder nicht durch, weil er Wasser ist, die Lusche. Los, 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 los. Los. Jetzt. Guck mal, sobald ich den Bogen spanne, wird er zurückgetrieben. Jetzt irgendwie den Bogen weglegen. Das mag er nicht mit dem Bogen laufen. Oh nein. Hier ist ein Schluss, ja. Gibt es hier wenigstens Diamanten? Nö, nicht wirklich. Und schon wieder Hunger. Schon wieder Hunger. Naja. Gut, dann werden wir die drei Sachen, die wir hier gefunden haben, mal abbauen. Vielleicht doch mal ein bisschen mehr Power hier. Haltbarkeit, Effizienz. Dass es ein bisschen schneller geht. Genau, so lässt sich schon besser arbeiten. So, was haben wir noch? Pfeiler, die wir nicht einsammeln können. Na gut, es lohnt sich jetzt noch nicht mal, das mit dem Wasserfall hier zuzumachen. Lohnt sich nicht. Ja, sehr schön. Oh nein, da ist ja noch eine Höhle. Da werden wir mal kurz gucken, was da ist. Ist hier noch was? Oh nee, ey. Er spawnt höchstens ein... Ah, okay. Guck
mal einen Smaragd. Haha, da können wir gleich mal die Behutsamkeitsdings, die Glücksspitzhacke ansetzen. Aber vorher würde mich mal interessieren, ob wir da eine Chance haben, diesen Wasserfall vielleicht zuzumachen. Haben wir hier was zum Stack? Ja. So, stacken wir uns da mal hoch und dann gucken wir mal, dass wir den Wasserfall vielleicht zumachen. So. Oh, der ist aber... Der geht dann doch sehr hoch. Gucken wir erstmal hier vielleicht. Oh Gott. Na, hier haben wir uns was ausgedacht. Aber da ist er doch schon, oder? Da kommt er doch raus. Hoffentlich spürt er mich nicht weg. Ah, guck mal. Hier oben kommt er raus. Haha. Cool. So. Lass uns mal hier noch erforschen. Wobei, was sollte hier noch groß sein? Ist aber auch ein Gewirr von Gängen. Das gibt's gar nicht, ey. Fackeln haben wir ja genug mit. Da brauchen wir jetzt nicht schüchtern sein. Okay, hier haben wir hoffenweise Lava. Haben wir hier noch was Interessantes? Ah. Okay. Gold. So, nehmen wir den noch mit. Den noch. Jetzt habe ich... Aua. Jetzt habe ich ganz vergessen, okay, wo sind wir denn jetzt? Jetzt habe ich ganz vergessen, den Smaragd mitzunehmen, ich Trottel. Ich weiß natürlich nicht mehr im Ansatz, wo der war. Hier, war ich hier nochmal unten? Ah, okay. Da ist er doch, oder? Nee. Das kommt mir auch bekannt vor, als wenn ich hier schon mal, hier war ich noch nicht. Das Licht ist jetzt nur durch die... Ach ne, okay, okay, okay. Das ist doch bestimmt die Elf hier. Lalala. Sag nicht, dass mein Inventar voll ist. Da ist er ja. Komm, gib her. Gib mir sofort den Smaragd her. Eine kleine Smaragdbeleuchtung. So, wo ist denn jetzt hier mein Behutsamkeitsding? So. Ach ja. Aber ich will gar nicht Behutsamkeit, ich will Glück. Habe ich eigentlich keine Glücksspitzhacke, sag mal? Den Knopf können wir ja mal wegschmeißen. Haltbarkeit, Effizienz, Behutsamkeit. Ich hatte doch noch eine Glücksspitzhacke. Wo ist denn die? Muss ich oben vergessen haben. Naja. Dann, hier habe ich mich hochgesteckt, wa? Sieht jetzt natürlich alles ganz anders aus, ohne... Ich will aber nicht mit der... Oh, 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 guck mal, guck mal. Das sind doch diese Nether-Viecher. Ist natürlich ungünstig, wenn der mich jetzt, wenn die Lava irgendwie schmeißt. Da ist er. Boah, krass. Die, nicht Nether End. Die sind in der Nähe vom End, eigentlich. Sind wir denn schon so tief? 14, okay. Dann ist da, dann ist hier die 11, wa? Ja. Na, dann lass uns mal hier nochmal einen Stichgang machen. Da, da, da. Oh. Da wurde gleich eine Höhlung wieder entdeckt. Eine Höhlung. Behutsamkeit will ich nicht. Ich will hier Effizienz. Ja, sowas. Da, 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 da. So.
ist natürlich total beschissen. Mal hier Eisen. Okay, nehmen wir mit. Was mich aber interessieren würde, wären Diamanten. Die nicht in die Lava fallen sollen. Aber? Gibt's hier nicht, wa? Hier mal dann noch als eine Rundbeleuchtung. Tja, ist hier nur so eine x-beliebige Lavablase. Okay. Guck mal, das können wir noch wegschmeißen. Ein Behutsamkeitssmaragd, ey, so ein Schwachsinn. Aber irgendwas, was wir wegschmeißen können. Gold werde ich natürlich nicht wegschmeißen. Pulver auch nicht, also spätestens nächstes Silvester könnte man daraus dann mal Raketen bauen. Defekter Bogen, den können wir doch reparieren. Das ist doch mal eine Lösung. Süße. Das ist doch mal was. So, und dann werden wir jetzt mal das Ding hier abstellen und dann nochmal abbauen. Mit einer normalen Spitzhacke, genau. Ja, kommt alle zu mir, meine Freunde. Kommt zu mir. So. Ich glaube, ich muss hier lang. Da liegt noch der Knopf rum. Haha. So. Ach, nee. Was schmeißen wir weg? Komm, lass uns die Knochen wegschmeißen. Ich weiß, ach so, für Knochenmehl braucht man die. Nee, wir können ja ganz anders machen. Wir können die Brote essen und dann haben wir auch bald wieder Platz. So. Juhu, weiter geht's. Von so, sind wir von hier gekommen? Nein. Von hier sind wir gekommen, wa? Genau. Da war ich irgendwie zu faul. Da war ich zu faul. Das Wasser da dicht zu machen, weil dahinter eh nichts mehr war. Genau, kann ich mich erinnern. Guck mal, hier gehen wir mal runter. Müssen wir natürlich wieder Fackeln. Könnte man jetzt denken, wir waren da schon mal, wa? Genau, hier waren wir eben schon. Sehr eigenartig. Sehr eigenartig, bloß aus einer anderen Gegend sind wir gekommen, okay? Weg damit. So. Nein, noch. Und jetzt hier hoch und hier lang. Und da haben wir Gold in der Wand. Sehr schön. Oh, aber, meine lieben Freunde, so viel Gold. Und noch ein bisschen Eisen. So, welche Ebene? 26. Ich muss unbedingt wieder tiefer kommen, irgendwie. Muss doch hier irgendwo noch runtergehen. Gucken wir gleich mal. Bald könnte ich auch mal wieder was verzaubern. So. Da war ich schon, glaube ich. Kohle. Ohne Ende Kohle. So. Gehen wir mal hier lang gucken. Wen haben wir denn da? Oh, eine Hexe. Eine Hexe, habt ihr das gesehen? Wie kommt die denn hierher? Also hier ist irgendwas, stimmt hier nicht. Oh, die ist ja unverletzlich. Guck mal, ob wir den Trank der Genesung jetzt mal nehmen. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Komm, lass uns den mal nehmen. Ach du Scheiße, ein halbes Herz haben wir wieder bekommen. Na gut, zumindest ist die Vergiftung jetzt geheilt, oder was? Hier sind noch die Blubberblasen von der Hexe, oder bin ich das selber? Ach nee, der Genesungstrank, der wirkt jetzt so peu à peu. Naja. Schicki, können wir noch mehr vom Braun. Müssen wir uns mal merken. So, müssen wir uns mal merken. Weiter geht's. Was
nächstes können wir das essen. Und hier holen wir uns mal das Eisen raus. So. So, auch ein Special-Effekt hatte ich ja noch gar nicht hier bei Minecraft, so ein Effekt. Wir gucken mal hier lang, was hier noch so ist. Wenn denn hier irgendwas ist. Bisschen Eisen ist da oben noch. Okay. Kann nicht schaden. Was haben wir hier? Eine dunkle Ecke. Oh, guck mal, in solchen dunklen Ecken, da treiben sich doch oft immer irgendwelche dunklen Gestalten rum, oder? Nein, eher nicht. Eher nicht. Keine dunklen Gestalten. Das ist auch eine dunkle Ecke. Da gucken wir mal. So. Ups. Tipp. So. Schnack. Tja, brauchen wir 300 Stacks Kohle? Nein, wir brauchen aber Erfahrungspunkte. Ja. Bam, 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 bam. Oh, dahinter ist ja Eisen. Wir brauchen unbedingt. Boah, wir brauchen unbedingt Diamanten. Wenn ich mein Diamantwerkzeug so viel einsetze, das ist natürlich auch schnell alle. Na gut, ich nehme mal noch mit. Oder auch nicht. Ja. Guck mal, hier geht es schon wieder runter. Komm, wir gehen jetzt nochmal runter. Ebene 33. Warum bin ich denn so hoch jetzt auf einmal? Hier, komm, runter, 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 runter. Hier ist die richtige Richtung, oder? Ebene 25. Okay. Aua. Und hier haben wir jetzt Ebene 11, genau. Hier hatten wir uns schon mal reingedöselt. Hallo? Oder ist dahinter eine Höhle? Ah. Diamanten. Seht das? Ah, frag mich nicht, warum ich jetzt keine Glücksspitzhacke dabei habe. Und später nochmal wiederkommen mit der Glücksspitzhacke? Hm. Würde sich natürlich lohnen, weil dann hättest du... Oh. Hättest du vielleicht einen Diamanten mehr, wa? Ach, egal. Lass uns die mitnehmen. Oh, nee, meine lieben Freunde. Euch lasse ich hier nicht liegen. Guck mal, ob ich hier was wegschmeißen kann. Ah, gut, dann werden wir uns mal von den Knochen trennen. Und von dem Schwarzpulver, von den Feuersteinen. Den kriegen wir auch jederzeit. Ach du Scheiße, nein, 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 nein. Nein. Oh, das war aber richtig knapp. Oh. Gott. Jetzt sollten wir vielleicht wirklich mal langsam das Weite suchen. Ich habe die Diamanten noch nicht eingesammelt. Die Gier treibt mich. Komm, jetzt aber zurück. 4 Diamanten. Komm, wir müssen zurück nach Hause. Eieiei, das war echt knapp gewesen eben. Junge, Junge. Sollte das nicht eigentlich eine super entspannte Folge werden? Hier ist nicht richtig. Ich komme immer links. Wo die Fackeln links sind, ist der richtige Weg. Hier zum Beispiel. Hallo, Creeper. Hallo Zombie. Ihr wollt mir wohl meine Diamanten abspenstig machen, wa? Aber nicht mit mir, meine Freunde. Nicht mit mir.
mal, da geht's hoch. Ist nicht der richtige Weg, oder? Nee. Ist wieder rechts, ist falsch. Hallo. Aua. Ja, hier wimmelt's ja vor Creepern, ey. Da ist noch einer. Nicht der richtige Weg hier. Die Fackeln sind jeweils rechts. Ne. Hier ist richtig. Links Fackeln. Oh Mann, ey. Ob ich hier wieder rauskomme mit meinen Diamanten? Das ist echt eine harte Höhle. Hey. Hey, 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 hey. So, Fackeln links. Fackeln links. Fackeln links. Da lag. So. Boah, hat der hier weggesprengt. Da lag nicht. Hier lang. Guck mal, da waren wir auch noch nicht, oder was? Das? Da war ich noch gar nicht. Da geht's auch noch in die Ölba runter, oder was? Nee, kein Bock. Oh nein. Ich muss jetzt raus erstmal die Diamanten in Sicherheit bringen. Mann, Ufo-Mann, reiß dich schon mal zusammen. Reiß dich doch mal zusammen, mein Junge. Hier, guck mal, was ist denn das hier? Links, Fackeln links, ja. Fackeln rechts. Fackeln links. Fackeln rechts. Fackeln rechts. Fackeln rechts. Hm. Fackeln rechts, Fackeln rechts, Fackeln rechts. Ist natürlich falsch rum. Fackeln links, Fackeln links. Fackeln links. Hier hoch wieder, Fackeln links. Oh, guck mal, Gold müssen wir mitnehmen. Wow. Nein. Ah, guck mal, Gold. Fackeln links, Fackeln links, da Fackeln links. Eisen. Ich glaube, hier sind wir richtig. Fackeln links, Kohle. Ja, ich weiß, es ist nicht so vernünftig, was ich jetzt mache, aber ich habe im Moment volle Herzen. Da kann man vielleicht mal ein kleines Risiko. Also, eine Creeper-Explosion müsste ich eigentlich überleben. Dann werden wir mal zurück nach Pupsdorf. Fahren und eine kleine Verzauberung vielleicht mal vornehmen oder eine Diamantspitzhacke reparieren oder eine Glücksspitzhacke erschaffen oder. Oh, hier komme ich doch gerade her, ey. Ich bin doch von hier. Ach, guck mal, von hier bin ich, glaube ich, gekommen. Guck mal, da hinten, da kann ich auch noch. Hau ab. Naja. Da ist noch einer. Los, jetzt hier. Komm, 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 hier lang. So. Rechts. Auch falsch, 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 falsch. Wir haben uns wieder mal verirrt, wieder mal verirrt, wieder mal verirrt. Creeperloch. Mal hier. Da ist es. Das ist es doch. Hier haben wir bloß im Laufe der Zeit irgendwie alles weggesprengt. Ich glaube, es ist der Aufgang. Müssen wir mal schnell zumachen. So. So. Wie man da hochklettern kann, weißt du? So. Guck mal. Das ist ja, ja, da siehst du sogar schon das Tageslicht da oben. Cool. Und dann fahren wir jetzt und verzaubern mal irgendwas und reparieren mal irgendwas. Fahren wir mal nach Pupsdorf. Ja, da sind wir. Hallo. Ja.
Apropos, was können wir jetzt hier gebrauchen? Die Diamanten können wir, Smaragde können wir mitnehmen. Das nehmen wir mit. Das müssen wir hier lassen. Das müssen wir mal brennen, das ganze Eisen hier. Die Flasche, cool. So. Und ein bisschen Gold können wir ja auch brennen. So. Okay. So. So, muss ich jetzt noch irgendwas mitnehmen? Eigentlich müsste man. Warte mal, wir müssten eigentlich hier noch. Müssten wir noch zwei Truhen bauen. Das war hier im Prinzip so und so. Und das war dann hier und hier. Das war da vielleicht nur Stein und Blöcke reinmachen, wisst ihr, außer Holz jetzt vielleicht. So, hier ein bisschen Platz schaffen. Oh, es wird dunkel. Haben wir ein Bett noch dabei? Oh, es ist wieder eine super lange Folge geworden. Hatte ich eigentlich nicht geplant, aber durch die Diamanten, die gehen natürlich vor. So, Leute, in der nächsten Folge wird es wieder spannend. Da fahren wir nach Pupsdorf und werden uns was zaubern oder eine Diamantspitzhacke bauen, eine neue oder irgendwie sowas. Unser Schwert reparieren müssten wir eigentlich auch. Gut, auf Wiehö!